Punkt 3.4.8. Das Verständnis des Islam von Gewalt gegen Frauen. Ein Artikel, der während der Recherchen für die genutzte Quelle gelesen wurde, begann mit den Worten: Der Islam erlaubt keine Gewalt gegen Frauen. 612, 613. Das erweckt den Eindruck eines guten Ansatzes, die Gräuel der Ehrenmorde einmal anzugehen oder zumindest die Behauptungen der muslimischen Männer zu entkräften, dass der Koran ihnen das Schlagen ihrer Frauen erlaube. 614, 615. Die Männer sind Sachwalter für die Frauen. Und die rechtschaffenden Frauen sind Gott demütig ergeben und geben Acht auf das, was den Außenstehenden verborgen ist, weil Gott darauf Acht gibt. 616. Und wenn ihr fürchtet, dass irgendwelche Frauen sich auflehnen, dann ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. 617. Wenn sie euch daraufhin wieder gehorchen, dann unternehmt weiter nichts gegen sie. 618. Der Islam hat den Gebrauch von Gewalt gegen Schwächere nicht erlaubt und schon gar nicht gegen Frauen. 619. Alle menschlichen Gesellschaften haben in irgendeiner Form Gerichte, durch die Konflikte gelöst werden und eventuell gestraft wird. 620. Fantastisch, dass der Islam Gewalt verbietet, denn heutzutage hört man von nichts anderem als von der Pflicht der Muslime, Dschihad zu führen. 621. Beim Weiterlesen kennt Gewalt gegen Schwächere und Frauen offenbar verschiedene Abstufungen. 622. Unter den Begriff Frauen fallen nicht alle Frauen. 623. Ungehorsame Frauen, Frauen, die Anstoß erregen, fallen dem Islam folgend nicht unter die Kategorie Frauen. 624. In biologischer Hinsicht sind sie zwar Frauen und leider gibt es für diese ärgerliche Sorte keine andere Bezeichnung, aber es gibt demnach Frauen und Frauen. 625. Im orthodoxen Islam fallen unter die falsche Sorte Frauen unbequeme Frauen, Frauen, die Anstoß erregen, Frauen, die Ärgernis erregen, Frauen, die sich nicht in ihr Schicksal ergeben und ungehorsame Frauen. 626. Daneben existiert noch eine andere Art missratener Wesen. Die aufsässigen Frauen, Frauen, die ihr eigenes Leben bestimmen wollen, Frauen, die heiraten, wen sie wollen oder sogar überhaupt nicht heiraten wollen. Und Frauen, die Karriere machen wollen. 627. Das ist eine Beschreibung, die auf viele westliche Frauen zutreffen könnte. Allerdings passt auch die Beschreibung als unabhängige, freie, junge Frauen mit einem starken eigenen Willen und einer eigenen Meinung. Junge Frauen, die ihren Lebensweg selbst gestalten, die nichts und niemandem unterlegen sind und denen die ganze Welt offen steht. 628, 629. Junge Frauen, die keinerlei Einschränkungen unterworfen sind. 630. Allerdings sind in den Augen gläubiger Muslime solche Frauen sündige Frauen. 631. Eine wahrhaft brave Muslimin ist gehorsam, ihrem Mann gehorsam. 632. Und hier sind wir wieder bei der Gewalt gegen Frauen, gegen die der Islam ist.
633. Ungehorsam in der Ehe muss sofort unterdrückt werden. Und wenn das nicht im Guten geht, dann eben im Bösen. 634. Wenn Warnungen und Argumente einen Erwachsenen, eine Frau, nicht zur Vernunft bringen, dann müssen wir etwas anderes tun, um wieder Frieden und Eintracht in eine Familie zu bringen. 635. Wie wir das tun, hängt vom Ernst des Aufruhrs ab. 636. Wir müssen immer die Interessen aller Beteiligten berücksichtigen. 637. Alle Beteiligten, deren Interessen gewährleistet bleiben müssen, sind wieder Männer, nicht Frauen. 638. Es ist nicht schlimm, wenn ein gewisses Maß an Härte angewandt wird, um die eheliche Eintracht und Harmonie wiederherzustellen. Denn absolut schrecklich ist, wenn rebellisches Benehmen nicht gebändigt wird und womöglich dazu führt, das Familienleben zu zerrütten. 639. Streitigkeiten in der Ehe lässt man am besten nicht an die Öffentlichkeit drinnen. Vor allem, wenn es um die Ehrbarkeit einer Frau geht. 640. Ein Mann und eine Frau haben Streit. Und einer von beiden ist zugleich der unabhängige Vermittler oder der Richter, der den Zwist beilegt und den Schuldigen bestraft. 641. Der Mann als Ernährer ist am besten dafür geeignet, bei Streitigkeiten innerhalb der Familie eine Lösung zu finden. 642. Der Mann, meint der Autor, sei nicht nur der Ernährer, sondern auch Allahs Stellvertreter. 643. Im Fall des Ungehorsams darf ein Mann seine Frau mit einem Stock schlagen. Ja, aber Allah, der oft vergibt und barmherzig ist, hat Frauen Schutz gegen Ungerechtigkeit gewährt. 644. Sehr schön, dass Allah Frauen nicht ihrem Schicksal überlässt. 645. In der Realität hat jedoch keine einzige Frau die Macht zu beweisen, warum sie zu Unrecht von ihrem Mann mit einem Stock verprügelt wurde. 646. Der Status der Frauen im Islam wurde immer völlig missverstanden und die islamischen Gesetze wurden immer falsch interpretiert. 647. Die Unterwerfung der Frau ist ein wesentlicher Bestandteil des Islam. Daran kann keine feministische islamische Theologie etwas ändern. 648. Ohne Unterwerfung und Servilität bleibt von der Lehre der Muslime wenig übrig. 649. Islamischen Büchern ist zu entnehmen, es ist ein Naturgesetz, dass einem Mann, dem befohlen wurde, für seine Familie zu sorgen, von seiner Frau Gehorsam entgegengebracht wird. 650, 651. Eine Frau hat das Recht, gelegentlich nicht einer Meinung mit ihm zu sein und ihm einen Rat zu geben. 652. Doch wenn ein Mann einmal eine Entscheidung getroffen hat, ist es ihre Pflicht, seinen Entschluss zu akzeptieren und ihm treu zu folgen. 653. Ein Mann hat mehr Erfahrung mit der Welt draußen und ist dadurch erfahrener als eine Frau. 654. Seine Art des Denkens ist realistischer. 655. Das weibliche Denken fällt dagegen durch seine Beschränkungen auf. 656. Die Frau ist eine leichte Beute ihrer Gefühle. 657. Das hat sie nun einmal von der Natur mitbekommen.
Und solange sich ihr Leben im Haus abspielt, sind ihre Beschränkungen und ihre Gefühle nichts, was sie unvollkommen macht. 658. Eine Frau muss sich freilich sehr wohl dessen bewusst sein, dass sie von Natur aus bestimmte Mängel hat. 659. Gut, sie darf ihrem Mann manchmal einen Rat geben, aber auf ihre Meinung zu beharren, steht ihr keinesfalls zu. 660. Das sind islamistische Worte, die für das westliche Verständnis zum Glück nicht mehr nachvollziehbar und schon gar nicht zu tolerieren sind. Das Angebot an Büchern über die Rechte, die der Islam Frauen zuerkannt hat, ist groß. 661. In diesen kleinen Broschüren, die in den Buchläden von Karachi, Lahore und Islamabad verkauft werden, kann eine Muslimin nachlesen, was ihre Rechte und Pflichten sind. 662. Die beste gesellschaftliche Stellung einer muslimischen Frau ist Hausfrau. 663. Ihre Weigerung dagegen, dass sich ihr Mann mehrere Ehefrauen nimmt, ist mit Blasphemie gleichzusetzen. Denn sie, die Polygamie, ist eine göttliche Anordnung und es steht einem Menschen nicht zu, daran etwas zu ändern. 664, 665. Im restlichen Buch sind Dinge zu lesen, wie dass eine menstruierende Frau den heiligen Koran nicht berühren. 666 darf, ohne ihre Hände zu bedecken, sie darf sich nicht an der Umrundung der Kaaba beteiligen, sie darf keinen Geschlechtsverkehr haben, sie darf nicht beten und nicht fasten. 667, 668. Ein Mann darf seiner Frau während der Fastenzeit einen Kuss geben. 669. Eine Muslimin darf keinen Mann einer anderen Religionsgemeinschaft heiraten, aber ein muslimischer Mann darf dies tun, sofern die Frau Christin oder Jüdin ist. 670. Scheiden lassen dürfen sich nur Männer, da Frauen wollüstig und emotional sind. 671. Bei der Geburt eines Kindes muss man ein Tier für eine Tochter und zwei Tiere für einen Sohn schlachten. 672. Eine Ehefrau oder mehrere Ehefrauen zusammen dürfen höchstens ein Achtel von ihrem Mann erben. 673. Frauen dürfen sich nicht im Stil der Männer die Haare schneiden lassen. 674. Ein Mann und eine Frau dürfen nicht ohne die Zustimmung eines Wali heiraten. 675. Eine Muslimin darf nur mit einer Nicht-Muslimin befreundet sein, wenn diese bereit ist, sich zum Islam zu bekehren. 676. Berufe, die dem Islam zufolge die besten für Frauen, 677 sind Lehrerinnen an Mädchenschulen, Pflegepersonal für Patientinnen, andere medizinische Berufe, jedoch beschränkt auf den Umgang mit Frauen und eine Tätigkeit, die völlig von Männern getrennt ist. 678. Aber sie darf niemals Richterin sein. 679. Kinder, die ihre Gebete nicht sprechen, dürfen ab 10 Jahren geschlagen werden. 680. Frauen sollten heiraten, sobald die Menstruation einsetzt. 681. Je früher, desto besser. 682, 683. Wenn eine Frau die Wahl zwischen Schulbesuch und Heirat hat,
684 sollte sie sich für die Ehe. 685 entscheiden. 686. Offensichtlich ist es verlogen, von Professor Fazlur Rahman zu schreiben, für Frauen ist der Islam immer besser gewesen als für Männer. Und genauso verhält es sich mit der Überschrift von Abdur Rahman, Gleichheit der Geschlechter im Islam. 687. Eine muslimische Frau schreibt, dass sogar der Urin eines neugeborenen Jungen besser sei als der eines neugeborenen Mädchens. 688, 689. Sie weiß es, weil es der Prophet Mohammed gesagt hat. 690. Der Urin eines neugeborenen Mädchens wäre dicker, sodass man die komplette Kleidung waschen muss, wenn es darauf gepinkelt hat. Bei einem neugeborenen Jungen hingegen würde es angeblich reichen, ein bisschen Wasser darüber zu sprenkeln. 691. Ebenso sei westlicher Unterricht nur für Jungen in Ordnung. 692. Eine Frau, die den Islam studiert, 693, verdient große Hochachtung. Aber wenn das nicht möglich ist und die einzige Alternative westlicher Unterricht ist, dann ist es besser und sicherer, wenn sie Analphabetin bleibt. 694, 695. Der Prophet sagte, wenn ein Mann seine Frau in sein Bett ruft und sie sich weigert zu kommen, dann hat er eine abscheuliche Nacht und die Engel verfluchen sie, bis es morgen wird. 696, 697. Frauen, die diesen Hadith nicht beachteten, 698, müssten sich darüber im Klaren sein, dass ihr Mann sich bald eine weitere Ehefrau dazunehmen werde. 699, 700. Eine brave Frau ist wie die Frauen, die sich an die Wand drückten und über welche The Wife of Tanwi schreibt, als der Gesandte Allahs die Moschee verließ, sah er, dass Männer und Frauen durcheinander liefen. 701. Er sagte zu den Frauen, geht zur Seite. 702. Ihr dürft nicht mitten auf der Straße gehen. 703. Bleibt am Wegrand. 704. Seither gehen alle Frauen immer am äußersten Straßenrand und so nah an den Wänden, dass ihre Kleider sie streifen. 705. Der Scheich schreibt, dass Sport gut sei, gut für Jungen. 706. Sie dürfen nur Sportarten ausüben, die für den Dschihad gelegen kommen. Schwimmen, Bogenschießen, Reiten und andere Formen der Kriegskunst, die nötig sind, um den Dschihad zu gewinnen. 707. Über Fußball oder das in Pakistan populäre Cricket und Hockey sagt der Scheich nichts. 708. Aber über Schach- und Damespielen stößt er einen Alarmruf aus. 709. Die Sünde des Schach- oder Damespiels sei so groß, dass es mit dem Eintauchen der Hand in Schweineblut zu vergleichen sei. 710. Es sei eine Zeitverschwendung. Das sei an sich schon eine schreckliche Sünde. Hielte es doch die Gedanken von den religiösen Pflichten ab. 711. Rinnen will er eventuell noch erlauben, genau wie Speerwerfen. 712. Körperliche Betätigung für Mädchen kommt in seinen Erziehungsführern nicht vor. 713. Kinder müssen von Gesang und Musik ferngehalten werden. 714. Wer das als Elternteil versäumt, tut seinen Kindern großes Unrecht an. Er misshandelt seine Kinder.
Denn beim jüngsten Gericht wird heißes, beschmolzenes Blei in die Ohren eines jeden gegossen, der verbotenen Liedern gelauscht hat. 715. Ein guter Vater oder eine gute Mutter wird einem Kind so etwas doch nicht antun. 716. Gute Eltern sorgen dafür, dass ihr Kind gehorsam und gottesfürchtig ist und nicht in der Hölle bestraft wird. 717. Als einziges Kindervergnügen ist das Singen von Schlafliedern erlaubt oder von Liedern, die Kamele antreiben, schneller zu laufen, sowie das Rezitieren frommer Dichtung. 718. Zum Glück gibt es auch in der Islamischen Republik Pakistan viele widerspenstige Frauen. 719. Die sich nicht nachen lassen und den Fundamentalisten eine lange Nase zeigen. 720, 721. Eine von ihnen, Yuknu, die gern ironisch schreibt, 722, veröffentlichte eine Liste mit schlechten Manieren, mit denen sie als Frau in Pakistan täglich konfrontiert wird. 723, 724. Niemand fragt jemals, ob du eine Stelle hast. 725. Du kannst einem Mann, der ganz normal aussieht, ohne Schnurrbart oder Bart, völlig außer sich geraten lassen, indem du ihm die Hand gibst. 726. Du kannst so hässlich wie die Nacht sein. Und trotzdem starren dich alle Männer an. 727. In einem Restaurant schiebt der Ober deinem Mann den Stuhl hin, dir aber nicht. 728. Männer denken, dass Frauen schwache Wesen sind, aber sie werden niemals einer Frau anbieten, ihre schwere Tasche oder ihren Koffer zu tragen. 729. Auf der Straße darfst du nicht Hand in Hand mit deinem Mann gehen, aber niemand zuckt mit der Wimper, wenn ein Mann in der Öffentlichkeit seine Hand im Shalwar eines anderen Mannes tief in der Schamgegend vergraben hat. 730. In Pakistan haben sie nie von Ladies First gehört. 731. Frauen gehen hinter ihrem Mann. 732. Als zusätzliches Unterhaltungselement dient für diesen Unterpunkt ein Lied aus dem Anhang Musikproduktionen mit der Nummer 9 und dem Titel Gib ihm nicht die Hand. Anhang Musikproduktionen. Punkt 9. Gib ihm nicht die Hand. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Roberto mit dem Titel Ave Maria, Hip-Hop-Instrumente. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nie die Hand. Vergrabe sie am besten ganz tief im Sand. Er sieht ganz normal aus, lässt selten mal die Sau raus. Ohne Bart und Schnurrbart hier. Aber was du nicht tun darfst, verrate ich dir. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nie die Hand. Vergrabe sie am besten ganz tief im Sand. The music is
Er ist Moslem, die stehen nicht da drauf. Er ist Moslem, kommt selten aus dem Haus. Er betet nur den ganzen Tag. Und schon oft hat eine Frau gesagt: gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nie die Hand. Vergrabe sie am besten ganz tief im Sand. Der Ober schiebt ihm den Stuhl ran, aber beachtet dich nicht, denn er ist ein Mann, ein muslimischer Mann. Für ihn existiert nicht mal dein Gesicht. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nie die Hand. Vergrabe sie am besten ganz tief im Sand. Gehe nie Hand in Hand mit deinem Freund. Vor sowas man hier auf jeden Fall scheut. Ein schwules Pärchen ist aber ganz normal. Da schaut man noch nicht einmal. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nie die Hand. Vergrabe sie am besten ganz tief im Sand. Gehe entlang an der Wand. Niemals mit deinem Freund Hand in Hand. Sowas sieht man hier gar nicht gern. Die Polizei wartet nur, dich zu entfernen. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nie die Hand. Vergrabe sie am besten ganz tief im Sand.